Grüezi miteinander. Es freut mich außerordentlich, dass ich hier darf präsentieren darf. Ich mache das auf Hochdeutsch, weil ich habe gesehen, einige Leute die verstehen das besser. Ich möchte in meinem Vortrag kurz erklären, wir haben entschieden, dass wir unser Portfolio erweitern mit Batterielösungen im Bereich Mobilität. Wie schon gesagt, ich leite den Bereich Antriebstechnik, darum Energietechnik, Antriebstechnik, wo ist da der Zusammenhang? Und ich möchte kurz aufzeigen, was unsere Motivation war und was schlussendlich die Lösung ist. Wir werden in gut einer Woche werden wir die Produktion in Baden eröffnen für Batterien. Und ich werde jetzt kurz einen Überblick geben über ABB, ganz kurz, die meisten kennen uns vermutlich, aber wir ändern uns auch schnell, kann ich Ihnen gleich einen Update geben. Also wir sind neu vier Geschäftseinheiten, Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik und Fertigungsautomation. Den Bereich Stromnetze haben wir jetzt verselbstständigt. Der ist ab 1. Januar eine eigenständige juristische Einheit und geht dann circa Mitte Jahr, wenn alle Wettbewerbsbehörden auch einverstanden sind, in ein Joint Venture mit Hitachi. Das ist im Moment die Situation. Wie gesagt, ich leite den Bereich Antriebstechnik in der Schweiz. ABB weltweit sind wir, das habe ich hier gezeigt, etwa 147.000 Mitarbeitende, etwa 28 Milliarden Umsatz, ohne den Bereich Energie. In der Schweiz 6.000 Mitarbeitende, sehr international zusammengesetzt, etwa knapp 3 Milliarden Umsatz letztes Jahr. Wir haben ein Konzernforschungszentrum in Baden-Dettwil hier in der Nähe. Wir sind nach der Pharma der zweitgrößte Patentanmelder in der Schweiz. Ich denke, das sagt einiges aus. Wir haben auch einen sehr hohen Anteil an Mitteln vom Konzern für Forschung, den wir in der Schweiz ausgeben. Wir haben 13 Produktionsstätten in der Schweiz und wir arbeiten natürlich mit vielen Hochschulen zusammen, auch mit dem Hightech-Zentrum natürlich. Und ja, das ist die Situation. Ich selber leite den Standort Turgi, gerade hier in der Nähe, wo wir auch eben den Bereich Antriebstechnik haben. Hier eine kurze Zusammenfassung, wieso ist Energieeffizienz und Antriebstechnik, wie das zusammenhängt. Wir haben natürlich die weltweiten Trend, die Population, die wächst, die Verstädterung, Digitalisierung und rund ein Drittel der weltweit produzierten Elektrizität geht in Bewegung, wird in Bewegung umgesetzt, ob das jetzt Fahrzeuge sind oder in der Industrie. Das heißt, Energieeffizienz ist enorm wichtig, darum werden auch zum Beispiel die Anforderungen an elektrische Motoren immer weiter verstärkt, was auch Sinn macht. Es werden immer mehr Prozesse in der Industrie automatisiert und natürlich jetzt neu kommt das Thema Elektromobilität dazu. Wenn man, das ist die unteren Zahlen, das ist eine Studie der Internationalen Energieagentur, bis 2040 geht man davon aus, dass die Anzahl Elektromotoren sich verdoppeln. Und das ist etwa der Konsum von China jetzt, oder? Das ist unglaublich viel, oder? Und ich denke, das ist darum, wir sprechen jetzt über, auch wenn wir über 2050 sprechen, wir gehen oft von dem heutigen Szenario aus, aber auch in der Schweiz mag das stimmen, oder? Auch wir haben ein gewisses Bevölkerungswachstum, aber wenn wir weltweit schauen, das ist enorm, was da auch noch weiter an Energiebedarf und dann auch potenziell CO2-Produktion da auf uns zukommt. Oder das muss man sicher auch im Hinterkopf behalten. Hier ein paar Bilder, in welchen Branchen dass wir Antriebslösungen anbieten. Aus der Schweiz sind das vor allem die anspruchsvollen Anwendungen in der Industrie, also zum Beispiel Walzwerke. Die meisten Schiffe mit elektrischen Antrieben, da sind wir Weltmarktführer, wir haben etwa 80% aller Schiffe oder 90%, die mit unseren Antriebssystemen aus Turgi in der Schweiz manövrieren. Das sind die meisten Kreuzfahrtschiffe, wenn sie schon mal auf so einem waren. Dann sind es natürlich Zementwerke, es sind Minen, Öl und Gas, Kraftwerke und vor allem auch eben der Bereich Eisenbahnantriebe, die meisten. Also Stadlerrail ist unser größter Kunde, sämtliche Antriebe von Stadlerrail, von Stadlerzügen sind von uns in Turgi. Und auch ein Bereich Wind, haben wir auch schon gehört.
Wir machen etwas größere Umrichter für Wind. Wir sind jetzt bei 12 Megawatt. Der Prototyp für 12 Megawatt wird im Moment in Rotterdam in Betrieb genommen. Und wir sind riesengroße Umrichter, aber auch der Wind, also die Windturbine, die Spitze dieses neuen Typs, das ist der von GE, der ist 260 Meter hoch, das ist fast so hoch wie der Eiffelturm. Oder? Das ist für Offshore, wird jetzt aber in Rotterdam Onshore im Testlauf in Betrieb genommen. Hier einfach einige Bilder, ich sage nicht viel dazu, aber das ist der Ciruno, das ist der Gotthardzug. Da ist der Umrichter ist da Unterflur, das ist eigentlich die große Innovation, weil eben das bei Antrieben, die will man nicht sehen im Zug, da will man die Bahnen wollen Passagiere transportieren und nicht Equipment, oder? Genau, also das ist eigentlich unsere große Herausforderung. Dann Elektrobus, das ist die Linie 17 in Bern von Könitz mit einer Ladestation an der Endstation, der geht zum Hauptbahnhof und zurück, der kann etwa viermal kann der fahren ohne Laden und dann muss er wieder laden. Etwa 10 Minuten laden, während er an der Endstation ist, dann kann er wieder füllen. Das sind die Antriebe, das ist die steilste Standseilbahn. 1,2 Megawatt Motoren, ziemlich, also 110%. Die Gelmer Bahn hat nur 106, also das ist die neueste Bahn, kann ich sehr empfehlen. Das mal so auszuprobieren ist, wenn man vorne steht und da unterschaut, ist sehr eindrücklich. Ja. Dann, das kennen Sie sicher, Skifahren. Da sind wir auch sehr viele Antriebe in den Skigebieten, sind von uns. Dann, das ist unser neuestes Baby. Das ist ein Lastwagen, elektrifiziert. Das ist jetzt ein Prototyp, den wir haben ihn schon gezeigt am Formel-E-Rennen in Bern. Wir werden ihn jetzt dann ab erstes Quartal 2020 in Betrieb nehmen. Wir betreiben zurzeit ABB etwa 11 Fahrzeuge für interne Logistik, für Shuttle zum Flughafen und so weiter. Und da werden wir jetzt auch mit unserer eigenen Antriebslösung, mit eigener Batterie, wird er ausgerüstet. Und so können wir etwa 400 Tonnen CO2 einsparen, wenn wir alle Lastwagen umgerüstet haben. Gut, eben habe ich schon gesagt, Formel-E-Rennen sind wir Hauptsponsor. Ist natürlich für uns wichtig, dass wir da nahe an der Technologie sind. Es wurde gesagt, Ladestationen, oder? Da sind wir natürlich interessiert und viele von diesen Teams arbeiten mit unserer Technologie. Und wir sind natürlich auch interessiert, was da technologisch geht, oder? Und für uns ist es natürlich auch eine gute Werbeplattform. Jetzt zu meinem Vortrag. Wieso geht ABB in die Batterieproduktion? Wieso um Himmels Willen? Ich denke, wurde schon vieles gesagt. Das Thema ist Effizienz, wie Sie gesagt haben, oder? Ein Elektroantrieb ist etwa viermal effizienter als ein fossiler Antrieb. Also die gleiche Menge Energie, viermal mehr Leistung. Oder umgekehrt, gleiche Leistung, aber viermal weniger Energieverbrauch, oder? Darum auch macht es sehr viel Sinn, dass man eben den Energie in der Schweiz oder weltweit elektrisch macht. Kann auch Wasserstoff sein, klar, ist aber weniger effizient. Aber wenn man den, wie es wurde auch in einem Vortrag von Ihnen, glaube ich, gesagt, oder was kümmert mich der Wirkungsgrad, wenn es genug Energie gibt? Oder ich glaube, das ist das Thema. Wir glauben einfach, dass im Moment Elektro das Wirtschaftliche ist. Wasserstoff ist dann vielleicht in 15, 20 Jahren auch so weit. Oder? Das ist eigentlich die eine Situation. Das andere ist, was sind die Anforderungen an eine Elektrobatterie für Fahrzeuge? Da haben wir auf der einen Seite den PV. Das ist ein typisches Elektroauto. Die sind leider alle sehr schwer. 2 Tonnen, 2,5 Tonnen, je nach Modell. Die luxuriöseren Varianten, die anderen, die kleineren etwas weniger. Aber ein Professor hat mal gesagt, es sollte eigentlich nicht Fahrzeug heißen, es sollte Stehzeug heißen, oder? Also ein Fahrzeug, ein PV, ist normalerweise etwa 1,5 bis 2 Stunden im Betrieb. Über die ganze Lebensdauer vielleicht 5000 plus Stunden. Das heißt, auch die Ladezyklen, die sind nicht so enorm wichtig. Aber für einen Bus, der hat dann schon bis zu 14 Tonnen, braucht auch dementsprechend viel mehr Leistung, um ihn anzutreiben.
und ist natürlich 18 Stunden pro Tag in Betrieb. Dasselbe mit Logistik, mit Lastwagen und so weiter. Das heißt, die Lebensdauer etwa 100.000 Stunden muss so eine Batterie schon halten, oder? Das heißt, die Anforderungen an eine Batterie für öffentliche Verkehrsmittel, Bus, Lastwagen und so weiter, ist etwa das fast 20-fache, oder? Jetzt, wir haben Erfahrung gesammelt schon in vielen Projekten mit Batterien und wir sehen einfach, dass die Batterie ist eine ideale Ergänzung zum Antriebsstrang. Wir haben sehr viel Wissen, was sind die Normen, was sind die Anforderungen. Und das ist jetzt so eine Batterie, die besteht aus so einem Batteriemodul. 12 solche Module werden dann in so ein Gehäuse eingebaut und die sind zum Beispiel auf dem Dach, auf einem Bus oder auf einem Zug. Und die müssen natürlich sehr robust sein, die sind dem Wetter ausgesetzt, das muss von minus 30 bis plus 40 Grad funktionieren, sehr viel Vibrationen, das ist sehr anspruchsvoll. Aber eben wie schon gesagt, auch die Zusammenarbeit das Zusammenspiel mit dem ganzen Antriebsstrang, mit dem Umrichter, mit den Motoren und so weiter ist enorm wichtig. Und wie gesagt, Zuverlässigkeit, das sehen wir auf diesem Bild, das sind die Zellen, die wir verbauen. Das sind Lithium-Titanium-Oxid-Zellen, die sind verschweißt und da hatten wir auch eben die Unterstützung vom Hightech-Zentrum, um die richtigen Partner zu finden. Das sind 48 solche Zellen, die in so einem Modul verschweißt sind, die werden geschweißt und das ist natürlich eben die Lebensdauer dieser Batterie mit den Vibrationsanforderungen, da können Sie sich vorstellen, das ist hochkritisch, das muss wirklich, das muss 10 Jahre oder mehr halten, oder? Und darum haben wir da sehr viel investiert, weil wir haben teilweise vor Batterien eingekauft und hatten viel Ärger. Und wir sehen einfach, dass da sehr viel Potenzial liegt, um die Systeme zuverlässig zu machen, Qualität, Sicherheit ist ein großes Thema und natürlich auch eben die Effizienz, die Abstimmung mit dem Antriebssystem. Das ist die Produktion, die wir jetzt im Hochrempen sind in Baden. Mit Robotern ausgerüstet. Auf der einen Seite, die Zellen sind ja unter Spannung, das ist ein Sicherheitsthema, Arbeitssicherheit. Auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, diese Schweißverbindungen sind hochkritisch, das Testen. Und eigentlich die ganze Fabrik ist digitalisiert, von Anfang bis Ende, bis eigentlich auch, wenn die Batterien im Betrieb sind. Das beginnt mit der Planung, das ist dann während dem Prozess, also alle diese Schweißungen und so weiter, das wird alles protokolliert und dokumentiert. Das geht dann in den Betrieb und für uns ist auch wichtig, oder? Es werden 8 bis 10 Jahre Garantie gefordert und wir müssen natürlich wissen, wie werden diese Batterien betrieben, damit wir auch, das heißt, alle diese Daten werden gesammelt und dann natürlich auch Service und Betrieb, diese Daten stehen zur Verfügung. Aber das ist wirklich ein, würde ich sagen, wirklich auf der grünen Wiese gestartet. Wir haben für diese Entwicklung etwa 2 Jahre gebraucht, von der Idee bis jetzt zur Umsetzung. Das ist wirklich so ein Start-up in der Firma. Und da hatten wir wirklich gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. Forschungszentrum war natürlich enorm wichtig. Da haben wir eine gute Partnerschaft, haben wir gute Leute, wo wir eben auch, was sind die richtigen Zellen, wie werden diese getestet, was sind die wichtigen Kriterien. Aber dann auch hatten wir Unterstützung vom Hightech-Zentrum mit Kunststofftechnik, mit Schweißtechnik. Ja, hier ein Beispiel noch aus der Bahnwelt. Das ist ein Zug von Stadler Rail, der wird geliefert an Arriva in den Niederlanden. Da gibt es den Bereich Nordosten von Holland, das ist alles noch mit Diesel betrieben. Eine Flotte, das sind die 90, es gibt noch eine ältere Flotte, die wird umgebaut, das heißt, der Diesel wird ersetzt, es wird ein kleinerer Dieselmotor integriert, es wird mit Batterien ergänzt, die Züge werden jetzt mit Biodiesel oder mit synthetischem Diesel betrieben und der Vorteil ist, wenn man Batterien drin hat, kann man eben mit elektrisch bremsen, das heißt, man kann die Energie zurückgewinnen. Oder? Das heißt, das sind jetzt etwa 38 Züge, plus noch 18 neue Züge. Zusammen ist das etwa der Energieverbrauch von 5.500 Haushalten. Oder? Das sind wirklich große, große Zahlen. Oder?
Und der Herr Scherer weiß, was das heißt. Genau, also das ist dieses Beispiel, das habe ich schon gezeigt. Ja, also das ist eigentlich unsere Motivation. Wir glauben, dass da ein sehr großer Markt ist, im Eisenbahnbereich, im Busbereich. Und wir gehen bewusst, wir gehen nicht in den Automotive-Bereich, weil wir glauben, das ist ein anderes Spiel. Aber im Bereich Bus, Logistik, Eisenbahn, da sind wir spezialisiert, da kennen wir die Anforderungen und da können wir eine Rolle spielen. Und die Batterie ist eben, ich glaube, das Know-how Batterie im ganzen Antriebsstrang, das ist wie der Verbrennungsmotor heute im Auto, das ist das Core-Know-how, das muss man beherrschen. Und das wollen wir selber beherrschen, das ist der Grund. Okay, das war mein kurzer Vortrag. Ja, herzlichen Dank für dein spannendes Referat. Es ist sehr schön zu sehen, dass die ABB sich da in diese Richtung bewegt, diese spannende neue Richtung. Und es wird sicher Fragen geben zu diesem Thema. Ja, mache ich gerne. Gut, schon zwei. Ja, vielen Dank. Ich habe ja Ihrem Vortrag entnommen, dass Sie 90 oder über 90% der Schiffe mit elektrischem Antrieb ausrüsten. Genau. Wann kommt die Batterie in diese Schiffe? Also Platz für PVs und so weiter hätte sie auch irgendwie. Ja. Und wenn man ja schon von der ganzen Kette Energie bis zum Antrieb hat, wieso oder wann kommt die Batterien in die Schiffe? Ja, das Thema ist natürlich, es gibt bereits erste, es gibt ja Fähren, die bereits mit Batterien betrieben werden. Ich glaube, es ist wirklich auch, wie beim Auto auch, es ist eine Reichweiten-Thematik, oder? Ich glaube ja auch in der Logistik, ein Batterielastwagen über tausende von Kilometern, dann wird die Batterie unendlich groß und dann hat man keine Cargofläche mehr, oder? Ich glaube, irgendwann, wenn da die Batterietechnologie die nächsten Schritte macht, dann kann das sinnvoll sein. Aber ich glaube, eben für Cargo längere Distanzen, Schiffe längere Distanzen, bin ich der Meinung, ist Wasserstoff die bessere Alternative, oder wenn die Technik bereit ist. Oder. Aber es gibt eben Transskandinavien ist der Vorreiter, dass sie Batterie, Fähren schon mit Batterie betreiben. Kleinere, aber auch größere. Ich glaube, Leclanger hat einen großen Auftrag gewonnen für eine Fähre mit Batterien. Ja. Aber da werden wir sicher eine Entwicklung sehen. Ja. Ja, es ist eine wunderschöne Entwicklung. Ich habe eine Frage zu der Kapazität von dieser neuen produktionsautomatisierten Modul-Assembly-Line. Ja. Wie viele Packs können Sie machen pro Jahr? Oder was also wir planen etwa 10 Megawattstunden jetzt in der ersten Phase. Das ist für uns eine Pilotinstallation. Und dann sehen wir natürlich viele andere Anwendungen, eben zum Beispiel Schiffe, also die Marineindustrie ist sehr interessiert. Es gibt auch andere Anwendungen, wo die wir uns vorstellen können. Diese Batterie ist jetzt wirklich optimiert auf Antriebslösungen, aber man kann sich auch Batterien vorstellen, die eben auf Energie spezifiziert sind oder optimiert sind. Und da kann man das natürlich beliebig skalieren. Ja. Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst gebe ich auch dir noch ja, Schokolade und bedanke mich nochmals herzlich.